Und in diesem Sinne, Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei COD Vanguard. Und es weihnachtet in Call of Duty. Und ja, festlicher Eifer, das Event ist gestartet. Da gibt es wieder ein paar Herausforderungen zu erledigen. Im Multiplayer-Modus oder auch bei Warzone. Um halt wieder ein paar Sachen freizuschalten, wie Anhänger, Visitenkarten und der ganze Schnickschnack halt. Und wir gucken uns das Ganze natürlich mal an. Und ich werde auch gleich bei den etwas fragwürdigen Aufgaben einen kleinen Clip mit dranhängen, damit ihr wisst, was zu tun ist. Und gar keine Fragen erst entstehen, sondern alles gleich direkt von vornherein geklärt ist. So, wir gucken uns das Ganze an. So, Aufgabe Nummer 1 ist, eliminiere Krampus dreimal. Krampus ist so ein Krampus halt, ne, wie man ihn im Hintergrund sieht. Der läuft über die Map ab und zu mal und versucht jemanden zu töten. Und wenn der da rumläuft, müssen wir ihn töten. Und der hält sehr viel aus. Also da muss man schon mal ordentlich ein bisschen als Team drauf gehen oder mit einer verdammt guten Waffe und ordentlich Feuer geben dem Typen, damit er auch stirbt. Aber natürlich gebe ich euch einen kleinen Tipp, damit ihr seht, was ihr machen müsst. Dafür bekommt man einen Stufensprung, ist jetzt nicht ganz so besonders, aber egal. So, die zweite Herausforderung ist, töte 10 Mitglieder vom Elfenteam 6. Die sind so eine kleinen Elfen, die spawnen auf der Map irgendwo. Die kichern auch so, daran wissen wir, irgendwo hier ist einer und die müssen wir halt eliminieren. Da hänge ich jetzt auch noch einen Clip dran, damit ihr wisst, wie sich das anhört, wie die aussehen. Und das Ganze machen wir 10 Mal, dann haben wir die Herausforderung auch abgeschlossen. Ja, sollte recht zügig gehen, denke ich mal. So, öffne 5 Vorräte. Ist auch gar kein Problem. Nämlich auf der Weihnachtsmap oder auf dem, in dem Weihnachtsmodus spawnen so eine Vorräte. Da fliegt ein Flugzeug drüber und schmeißt jedes Mal andauernd Vorräte ab. Und die sammeln wir einfach 5-mal ein und dann haben wir das Ding in der Tasche. Ganz easy, ganz einfach. Kann man theoretisch in einer Runde machen. Also ganz entspannt. Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. So, dann erreiche 5 Abschüsse mit Abschussserien. Das sollte eigentlich auch klar sein. Ne? Tiefflieger, Todbringer, Kriegsmaschine. Also pff, easy going, ne? Gar kein Problem, Freunde. Da brauchen wir auch keinen Clip, weil jeder weiß, was Abschussserien sind und jeder weiß, was Abschüsse sind. So, kommen wir zum nächsten Ding. Da bekommt man wieder eine Visitenkarte. Dafür müssen wir 10 Spiele abschließen und zwar Armageddon-Spiele. Dafür gehen wir mal hier rüber. Die haben wir nämlich hier, gleich das zweite Armageddon. Das Ganze machen wir 10 Runden lang, also auch easy going. Und die letzte Herausforderung ist 15 Spiele Shipment. Ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Shipment, die Karte kennt jeder. Und die haben wir natürlich gleich als zweites Shipmas 24/7. Das ist quasi Shipment auf Weihnachtsbasis, nenne ich es jetzt mal. Das Ganze machen wir dann 15 Mal und damit haben wir dann auch die letzte Herausforderung abgeschlossen. Mehr gibt es euch zu nicht zu sagen, Freunde. Wenn wir alle 6 fertig haben, bekommen wir wieder einen Bauplan. Und ja, altmodisch gibt es dann. So sieht das Ding dann aus. Bisschen LMG. Ja, ob das jetzt gut ist oder noch nicht, das wird sich dann rausstellen. Aber haben ist besser als brauchen, Freunde. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.